Thematik heute, liebe Leute. Ja, heute geht es einmal um so Dinge in der Nachtrennungsphase. Ex zurück, hier treffen mit dem Ex, das richtige Verhalten hier mit dem Ex. Da gucken wir uns einmal so ein kleines Fallbeispiel aus der Praxis einmal an, stellen hier ein paar Sachen dazu fest, gucken einmal, was läuft hier so ganz okay oder was lief da so okay, was lief da nicht so okay. Wie kann man diese Signale auch deuten, die man da gemacht hat, Ex zurück, da überhaupt noch großartig sind. Dies und vieles mehr. Gehäuft wird aber Tipps, Tricks, Cheats und Hinweisen, wie für euch gehabt, kostenlos in diesem Video. Herzlich willkommen bei F&M TV. Hi! Ja, F&M Meeting unterwegs mit F&M Mascha oder F&M Mascha unterwegs mit F&M Meeting. Wir wollen mal Gentleman bleiben hier. Ja, unterwegs heute mal in der Pampa. Sind zu Besuch, wir müssen noch wohin. Und ja, Post haben wir auf jeden Fall gekriegt zu dem Video. Mein Ex checkt hier meinen WhatsApp-Status. Wie kann man das deuten und was kann man darunter verstehen? Mascha, leg mal los. Walte deines Amtes. Und zwar der Kommentar kommt von Olivia, wahrscheinlich Olivia. Und Olivia schreibt: Hallo Mädchen im Team. Zwischen mir und meinem Ex, 32 und 33, sind ein paar Dinge vorgefallen, aber wir wollten uns nicht trennen. Nun haben wir uns darauf geeinigt, es eben nochmal langsam angehen zu lassen und es auch nochmal zu versuchen. Nun ist es so, dass er sich aber immer weiter distanziert, Treffen kurzfristig absagt und auf Nachrichten von mir oftmals länger oder gar nicht antwortet. Okay. Er checkt aber immer und sagt wirklich immer meinen WhatsApp-Status. Und die Treffen wurden bisweilen immer wegen Stress auf Arbeit abgesagt. Zumindest sagt er immer, dass er zwar möchte, aber einfach nicht könne. Okay. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er den Kontakt zu mir nur noch aus Mitleid aufrechterhält, zu feige ist, einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen und somit die Sache langsam ausklingen lassen möchte. Danach riecht es auch, ja. Es war gewaltig. Kann es sein, dass er wirklich mit mir abgeschlossen hat? Wieso macht er mir dann noch Komplimente, wenn ich ein schönes Bild von mir auf WhatsApp hochlade? Ach, Olivia, Olivia. Weiter? Ich halte jetzt schon seit 2 Wochen Kontaktsperre. Er hat auf 2 meiner Statusmeldungen bisher wieder positiv mit Komplimenten reagiert. Ich habe mich jedes Mal bedankt und dann kam aber nichts mehr von ihm. Ansonsten bleibt es ruhig und ich schreibe dann auch nicht mehr. Soll ich ihn denn anschreiben und ihm sagen, dass ich das so nicht mehr kann und wir keinen Kontakt mehr halten sollen? Über eine Antwort wäre ich dir euch sehr dankbar. Okay. Okay. Wie hat das hier angefangen? Hier ist es eine Menge vorgefallen. Was ist da bitte vorgefallen, Olivia? Wie alt sind die beiden hier? 32 und 33. Also neben dieser ganzen maskulinen Sprache, die du da jetzt als Frau einbaust, sage ich dir ganz ehrlich, riecht das für mich verdächtig nach einer On-Off-Beziehung, die irgendwann einmal ihren Tiefpunkt erreicht hat. Zum Thema On-Off-Beziehungen. Das Video mal gerne reinziehen, oben in der Infobox, liegt unten in der Beschreibung oder auch zum Ende hängen wir es euch gerne mit dran. Da habe ich einiges dazu gesagt, da wenn eine On-Off-Beziehung ihr letztes Stadium erreicht hat, dann bleibt es beim Off. Also das riecht hier verdächtig danach, dass es auch eine gewesen ist. Und das, was du da beschreibst, sie sagt da wir, oder die ganze Zeit. Ja. Wir haben uns hier geeinigt, wieder zusammenzukommen. Wir. Und was hat sie über die Kontaktsperre auch gesagt? Dass sie schon seit 2 Wochen Kontaktsperre hält. Dass sie seit 2 Wochen Kontaktsperre hält. Das ist dem Typen scheißegal. Und klar, sicher, der guckt dir da deinen Status hier an. Und komplimentiert dir auch. Wobei, da habe ich in der alten Ex-Zurückreihe gleich 2 Videos krachen lassen. Das erste, das ist Konkurrenztest. Das ist nichts anderes. Der schaut deinen, warte mal, da halten wir mal jetzt wieder mal schnell an. Der schaut da deinen Status hier an. Das bedeutet gar nichts.
richtig gute Frau. Das sage ich dir schon einmal ganz ehrlich, weil da ist mir noch was aufgefallen hier. Treffen sagt er kurzfristig immer ab hier. Das ist, ich habe keine Zeit. Da habe ich auch in der ersten, in der alten Ex-Zurückreihe auch gesagt, was das heißt. Ich habe keine Zeit. Das ist genau diese Aussage für Attraction Level Low. Die Anziehung fehlt hier ganz einfach. Die ist hier komplett weg. Wobei man das hier danach riecht hier, das ist hier hin verhandelt worden. Und das hat noch nie funktioniert. Erst recht nicht kurz oder beziehungsweise mittelfristig, erst recht nicht langfristig. Klar, es ist ja ausnahmestätigende Regel, dass man da so einen Fall ganz einfach da schon hat, wo das auch geklappt hat, ja auch kurzfristig immer gut klappt, hier den Ex wieder zurück zu erbetteln. Das geht schon, aber mittel- und langfristig verlierst du ganz einfach damit. Und gerade sowas. Es hat meistens schon solche Vorgeschichten, besonders im Zusammenhang mit diesem Satz hier. Ja, es ist eine Menge passiert, dass das eine On-Off-Kiste war. Da traue ich mal wetten, dass es eine war, dass sich da schon ein paar Mal getrennt worden ist. Und auch er hier, er kann wahrscheinlich hier, sag ich mal, an der Persona hier nicht so ganz loslassen, weil da scheinbar irgendwelche alten Erinnerungen noch sehr stark da dran hängen. Aber das bedeutet gar nichts. Weil neben dem Video, ich habe es gerade angesprochen, in der alten Ex zurückreihen mit dem Kongruenztest, hast du ja hier auch die Situation mit diesen Spitzfindigkeiten bei Trennungen. Ich blende es mal gerne. Da stolpern so viele darüber. So viele stolpern genau darüber. Genau darüber. Einfach mal reinziehen, Infobox oder unten in der Beschreibung oder zum Ende des Videos hängen wir es euch gerne mit dran. Das sagt dir überhaupt nichts aus. Attraction Level Low ganz einfach. Und das ist schon, das stimmt schon. Ich halte jetzt seit 2 Wochen Kontaktsperre. Die hältst ja du im Prinzip auch nur, weil es ganz einfach gar nicht geht. Und die Sache mit der falschen Kontakt habe ich auch schon, brauche ich nichts einblenden. Der Unterwegsreise einiges gesagt. Er ist auf 2 meiner Statusmeldungen bisher komprimente reagiert. Das ist Kongruenztest. Und da bist ganz einfach. Ich sag dir jetzt, was da schiefgelaufen ist, gute Frau. Zum einen, du hast ja dieses Video hier kommentiert. Warum checkt mein Ex hier den WhatsApp-Status? Zum einen hier bist du hier mit diesem Gnadendate vorangegangen. Dann in so einem Optionsdate sind das. Nichts anderes. Das ist Option. Du hast das Ding hier nicht, wie es bei üblichen Beratern der Fall ist, zu Tode Kontakt gesperrt. Nein, du hast dich immer wieder getroffen und vermeintlich hier gedacht, das sieht hier gut aus und dementsprechend immer weiter Attraktivität verloren ohne Ende. Weil, ich sag dir jetzt auch was aus beruflicher Erfahrung, gute Frau, ich meinst du echt nur gut damit. 1/3 der Leute, die hier ankommen, die abgelehnt werden hier, wo ich sage, ich kann dir da ganz einfach nicht mehr helfen, haben die schlimmsten Fehler erst bei diesen Ex-Zurückversuchen, bei diesen Missratenen ganz einfach gemacht und das dann komplett hier verbaut und das ist hier vollständig passiert. Da hast du dich von einem Optionsdate ins nächste hineingehangelt und hast dann hier am Ende das Ding gegen die Wand ganz einfach erfahren. Du bist mit Sicherheit ein freundlicher, lieber, netter Mensch hier. Also ich meine, ich lese das gerne, wenn mir einer hier schreibt, ja, ich bin dir euch sehr dankbar, hallo, mit Sicherheit, gar nicht die Frage, weißt, aber du bist halt hier komplett ohne Verführungskunst hier reingegangen und innergame-technisch hier dieses Ding, es ist auch sehr, wie gesagt, mit dieser maskulinen Kommunikation, da habe ich hier am Birk schon mal ein Video hier, lasst es. Das schickt sich auch für eine Dame nicht oder löst hier bei dem Maschkul, dieses maskulinen Gehirn, ja auch keine Attraktivität, keine Anziehung aus. Da habe ich auch im Video Ex zurück, eigens für Frauen, auch noch einmal etwas dazu gesagt. Ob du hier in der Mätressenposition warst, da habe ich in der neuen Ex zurück ein Video rausgebracht hast, vermeide die Mätressenposition, vermag ich nicht zu sagen, aber das da hier, das ist alles. Das mündet hier alles in so eine Aufmerksamkeitsfalle ganz einfach hinein. Und da hast du, ich kann dir nur empfehlen und raten, hier das abzusägen, die Geschichte. Gut, du schreibst, es sind einige Dinge passiert. Was ist hier passiert? Wie lange war man hier überhaupt zusammen? Das steht ja auch nicht drin. Aber da könntest du eventuell, hier, ich blende sie gerne ein, da könnte ich gerne, schaust du mal auf unserer Homepage, Link oben in der Infobox, Entschuldigung, unten in der Videobeschreibung oder zum Ende hängen wir es euch gerne mit dran. Kannst dich mal umsehen, wo wir im Skype-Rahmen da, vielleicht kannst du dich da anmelden oder hier, besonders auf der Ex-Zurückseite, ich blende sie auch gerne hier mit ein, ebenfalls auf der Homepage, da wo ich genau auf solche Fehler da auch hinweise, worauf es eigentlich gilt, auf so Beratungsfehler, da kannst du mal gucken. Aber ganz ehrlich, unter uns beiden jetzt hier mal auch auf die Gefahr hin, ja, dass ich jetzt vielleicht irgendeine Zuschauerin hier vergraul. Spar dir die Kohle.
sei da ganz ehrlich, spar dir die Zeit, weil das da, das ist so abgeklärt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt irgendein Berater da hinkriegt. So, tut's mir auf jeden Fall leid hier, das zu sagen. Hier ist auf jeden Fall das komplett falsche Verhalten jetzt. In diesen angehängten Videos einfach mal gucken. Da sag ich einiges dazu, auch zu dem Video. Richtiges Verhalten hier gegenüber dem Ex einfach einmal ansehen. Das ist zwar ein anderer Fall, eine andere Geschichte, aber man kann auch hier sehr viel Input herausnehmen, damit so etwas einem ganz einfach einmal nicht passiert. So hoffen wir, konnten wir dir dennoch ein bisschen hier ein bisschen helfen, unter die Arme greifen. Wie gesagt, Tipps und Skills weitere, die findest du in diesen angehängten Videos. So wünschen wir euch allen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann und wo ihr auch heute gerade seid. In diesem Sinne. Tschüss.